Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal ist wieder Review-Zeit und das konnte man, einige hatten das auf Instagram mitbekommen in den Stories, dass ich jetzt auch mal hier den Neustart von Spider-Man, den sogenannten Neustart, die neue Serie, die neue Reihe, das neue Volume mir reingezogen habe, die ersten drei Ausgaben hier. Und da möchte ich mal kurz drüber sprechen. Und zwar ist das ja jetzt, Nick Spencer hat ja jetzt die Reihe übernommen. Nach 10 Jahren Dan Slott hat er übernommen. Und was man im Heft 1 sagen muss, ist, dass er noch so ein bisschen die Schrauben weiter zurückdreht, sage ich mal. Dan Slott hatte ja dann schon damit angefangen, einige Sachen, die er eingeführt hat, wieder zu verändern, um wieder Peter Parker mehr in die Richtung zu bringen, die wir ihn kennen. Er war ja zuletzt Firmenchef gewesen. Und das hatte man ja, das hat ja den Slot schon dafür gesorgt, dass es dann nicht mehr so ist. Und dann ging er ja wieder mehr in die Richtung, er hat ja dann wieder beim Daily Bugle gearbeitet und ging wieder mehr in die Richtung des Peter Parkers, den man kennt sozusagen. Hier wird noch mal so ein bisschen weitergegangen, weil das kann man ja, also so ein bisschen was passiert, sage ich ja. Ich werde aber ganz relativ wenig von der Story spoilern. Im Grunde ist es hier so, dass Peter Parker seinen Job wieder verliert, es wirklich schlecht für ihn läuft, privat erstmal. Also wieder so ein bisschen dieses Parker-Glück schlägt dazu. Und dadurch schafft es Nick Spencer eben wieder diesen noch so ein paar Reste von diesem Dan Slott Run rückgängig zu machen. Allerdings ohne diesen zu ignorieren. Das ist das Schöne. Also wir haben hier steht ja Neustart. Das ist aber jetzt kein Reboot an sich. Also es wird nicht alles auf Null gesetzt. Das macht schon da weiter, wo Dan Slott Run aufgehört hat. Und man muss sagen, dass die Sachen, die passieren, auch alle eine Erklärung haben, alle eine sinnvolle Erklärung haben und alle auch aus den Sachen, die in den Laufe der Jahre, die Dan Slott das geschrieben hat, passiert sind, das Resultat daraus ist, also was ihm hier teilweise passiert. Des Weiteren geht Nick Spencer, des Weiteren führt er einige alte Gegner ein und teilweise auch neue, also oder was heißt neue, die aktuellen Gegner nimmt er auch auf. Natürlich hier die neue, die neue Elektra oder Elektro, die weibliche Version von Elektro, weil Elektra, die gibt es ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, die wir ja auch schon kennen. Also er führt sie nicht ein, sondern er benutzt aktuelle Charaktere, er benutzt einige ältere Gegner hier. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Ausgabe das war. Ich glaube in Ausgabe 2, weil ich, genau, da passiert etwas, weil ich ja gesagt habe, dass, oder das passiert vielleicht auch schon, es kann auch sein, dass das schon in Ausgabe, nein, das passiert schon hier in der deutschen Ausgabe 1. Ich habe ja gesagt, privat läuft es nicht so gut für ihn, das stimmt auch im Großen und Ganzen, aber es gibt so einen Teil, der ziemlich optimal für ihn läuft und der viele Altleser wie mich, also die schon lange dran sind, wirklich glücklich gemacht hat. Ich will da nicht sagen, was es ist, aber es geht wieder in eine Richtung, wo wir lange Jahre drauf gewartet haben. Ja, an diesem Cover sieht man ja schon, alte Gegner werden auch wieder eingeführt, was teilweise, hier haben wir natürlich die Echse, die man immer mal öfter trifft, aber was zum Teil auch andere Leute, die ich persönlich schon länger nicht gesehen habe, weil ich teilweise ja auch die Avengers zu dem Zeitpunkt in den letzten Jahren nicht immer verfolgt habe. Jetzt mache ich das ja wieder, zum Beispiel hier den Taskmaster, der oder Taskmaster, der ja durchaus in Kreisen der Avengers dann, wenn, öfter auftaucht.
Ja, insgesamt kann man sagen, was passiert in dieser ersten, in diesem ersten Story-Arc, der hier über diese drei deutschen Hefte geht und sechs, eben dementsprechend sechs US-Heften. Dieses Bild hier, dieses Cover, kann Spidey Peter Parker retten? Ja, man muss tatsächlich sagen, es wird in diesem Arc einen Peter Parker und einen Spider-Man geben. Und ja, keiner davon ist ein Schwindler, sage ich mal. Das sind schon beides die Echten. Und mit Klonen haben wir es auch nicht zu tun. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, storymäßig, das müsst ihr selber lesen, aber das hat mir sehr gut gefallen, wie sie dieses Thema angegangen sind, wie sie auch bei diesem Thema erst zeigen, das wäre jetzt die optimale Situation für sowohl Peter Parker als auch Spider-Man, dann aber darauf eingehen, warum das vielleicht nicht so optimal ist. Und warum es überhaupt zu dieser Situation kommt. Was mir auch super gefallen hat, in Sachen alte Bekannte wieder, ich glaube, es war in Heft 2 schon, alte Bekannte wieder treffen. Ja. Der Tree Sentinel taucht wieder auf. Den habe ich schon viele Jahre nicht mehr gesehen. Ich lese auch aktuell ja nicht immer X-Men, ich lese ja eher die älteren Sachen. Ich weiß nur, dass der Tree Sentinel damals, hier wird nämlich nochmal darauf eingegangen, von David Michelinie und Eric Larson in Amazing Spider-Man 329 im Zuge dieses, wie hieß das damals, das war auch so ein Crossover, Acts of Vengeance, genau, wurde das eingeführt und da habe ich tatsächlich, das habe ich aus der Condor-Zeit, ne? Sprich, den Tree Sentinel habe ich in der Condor-Zeit sein Debüt kennengelernt, also ihn da kennengelernt, sein Debüt erlebt. Und jetzt treffe ich ihn hier wieder, also das ist wunderbar. Ja, was mir wirklich gut gefällt, ist, dass Nick Spencer hier einfach wieder einiges zurückdreht, aber auf vernünftige Art und Weise, auf erklärliche Art und Weise dazu Sachen nutzt, die Dan Slott in den Jahren vorbereitet hat. Er geht auf den Dan Slott Run ein, er verneint ihn nicht, er führt ihn praktisch, spinnt ihn auch in gewisser Weise weiter und er ist in der Lage, sowohl neue Elemente zu bringen, neue Ideen, als auch mit alten Schurken und alten Charakteren das zu machen. Also wir haben Nostalgie, aber auch was Neues. Die Storyline hat mich sehr gut unterhalten. Mit hier Peter Parker und Spider-Man. Dann muss man auch sagen, dass im Hintergrund noch eine weitere Story läuft, parallel, die höchst interessant werden kann und die hier schon vorbereitet wird. Also ich kann allen Spider-Man-Fans das sowieso empfehlen, aber auch insgesamt hat mich das überzeugt. Macht Spaß, frischer Wind, Nostalgie. Und trotzdem wird jetzt auch nicht gesagt, alles, was Dan Slott gemacht hat, ignorieren wir. Nein, im Gegenteil, auch das wird, darauf wird auch aufgebaut. Ja, eine super Sache, ne? Ja, das war schon meine Review dazu. Kann ich also wirklich empfehlen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schreibt ihr mir mal rein, die das gelesen haben, wie ihr das fandet. Ich habe ja schon einige Stimmen gehört, die das ganz gut fanden. Schreibt mir das mal rein, was ihr daran am besten fandet, was ihr vielleicht nicht so gut fandet. Das würde mich mal interessieren. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und über Kommentar freue ich mich immer. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann. Ciao.